Hallo, mein Name ist Anjana Gill. Ich bin Expertin für moderne Spiritualität und Bestseller-Autorin. Und heute geht es um ein ganz interessantes Gesetz. Und zwar geht es um das Gesetz der Vorfreude. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass dieses Gesetz der Vorfreude eine absolute Verkürzung zur Manifestation ist. Das ist unheimlich interessant. Aber von vorne, du weißt ja, dass wir mit unseren Gedanken, Gefühlen und Glaubensmustern eine bestimmte Schwingung aussenden, eine bestimmte Frequenz. Und du weißt auch, dass wir etwas mit genau der gleichen Schwingung wieder zurück anziehen. Das ist das Gesetz der Anziehung, das kennen wir alle. Aber das Interessante ist, es gibt eben noch ein anderes Gesetz und das ist das Gesetz der Vorfreude. Jetzt schauen wir uns aber erst einmal an, welche Schwingung oder welche Frequenz du und ich und wir alle eigentlich an so ganz normalen Tagen aussenden. Meistens ist das so eine Mischung aus Sorgenfrequenz, Problemfrequenz, Gewohnheitsfrequenz. Wir senden eigentlich immer so diese gleiche Frequenz aus. Und was passiert dann? Wir bekommen die gleiche Frequenz zurück. Wollen wir ja aber gar nicht. Wir wollen ja manifestieren. Wir wollen ja unsere Träume verwirklichen, unsere Ziele erreichen. Also bedeutet das, wir müssen eine andere Energie ausstrahlen. Und jetzt kommt das Gesetz der Vorfreude ins Spiel. Bisher haben wir eben auf der Sorgenfrequenz, auf der Problemfrequenz ausgestrahlt. Wir wollen aber unsere Energie erhöhen, steigern. Und das schaffen wir, indem wir in uns selber ein Gefühl der Freude erschaffen. Und dieses Gefühl der Freude lässt unsere Energie anheben und wir senden eine andere Energie aus und bekommen natürlich eine andere zurück. Jetzt haben mich aber ganz viele von euch gefragt, ja, aber wie bitte soll ich in einem Gefühl der Vorfreude sein, wenn ich doch in Wirklichkeit gerade so richtige Probleme habe oder das Leben mal wieder so richtig schief läuft? Ja, das ist die Kunst und das ist ja eigentlich auch schon mehr für fortgeschritten, aber ich glaube, wir sind bald soweit. Wir müssen ein Gefühl der Freude empfinden, bevor es soweit ist. Also ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Sagen wir mal, du hättest jetzt deinen Job verloren und du machst dir totale Sorgen und denkst, ach, ist so schwer gerade in diesen Zeiten einen neuen Job zu finden. Was passiert? Du sendest eine Sorgenfrequenz aus. Du wirst also noch mehr Sorgen zurückbekommen. Das ist teuflisch. Das ist wirklich teuflisch, weil diese Sorgenfrequenz, die hat noch nie ein Problem gelöst, bei niemanden auf der Welt. Echte Manifestierer, die machen sich keine Sorgen, die machen das Gegenteil. Du hast zwar jetzt objektiv das Problem, dass du deinen Job verloren hast, aber um das zu lösen, tauchst du ein in die Vorfreude. Du stellst dir vor, wie du eine wunderbare, gut bezahlte, tolle neue Arbeitsstelle hast und stellst dir das ganz intensiv vor. Du weißt ja, Gefühle sind neurologische Verstärker und das Gefühl der Vorfreude, das ist quasi ein Turbo-Verstärker. Also, egal ob du eine Wohnung, ein Haus, ein Job, ein Partner oder egal was du anziehen möchtest, stell dir das vorher vor mit einem tiefen Gefühl der Vorfreude. Am besten du badest in diesem Gefühl der Vorfreude. Aber tu das nicht nur einmal oder zweimal, also heute und dann nochmal morgen, das nützt nichts. Du musst jeden Tag in dem Gefühl der Vorfreude baden. Je öfter du dieses Gefühl empfindest, umso stärker sendest du diese Energie aus. Und ich sag dir eins, Vorfreude zieht die Freude an. Vorfreude zieht die Erfüllung an. Und du glaubst gar nicht, was das für eine unglaublich mächtige Energie aussendet. Ich sag dir nur eins, Manifestation ist viel einfacher, als man denkt. Man muss nur das ein oder andere Gesetz beachten. Und das Gesetz der Vorfreude, das ist wirklich effektiv.